Herzlich willkommen zurück zu Sons of the Bitches, nee, Bitches of the Hallo, Forest. Nicht immer diese, so. Die Menschen, immer diese abwertende Sprache, bitte. Nein, natürlich Söhne des Waldes. Wir haben den Wald mal verlassen und sind den Berg hochgelaufen, weil der eine hier meinte, hier gäbe es was Gutes, hier ist ein Schlitten. Ja, den können wir leider nicht benutzen. Schade. Nee, hier oben ist wohl irgendwo, wo? Ach, hier, ein Hängegleiter. Den... Yes. Ich jetzt in der Hand habe. Cool. Und hier hat man eine sehr gute Aussicht übrigens. Hm. Das da vorne, ist das unser See zu was? Ja. Hier zufällig? Ja, das ist unser See. Wir haben doch ein Fernglas, oder? Wo ist das denn gelandet hier? Stimmt, habe ich auch nicht gemacht. Da wird aber nicht das Haus gerendert, schade. Nee, das noch nicht. Wobei es fällt auch ein bisschen auf, dass da die Bäume fehlen. Vielleicht deswegen so. Na. Die Ziplines werden tatsächlich bei mir gerendert. Oh ja, jetzt wo du das siehst du auch, ja, Tatsache. Spannend. Mehr aber auch nicht. Nö, wir sind hier kurz hochgelaufen und gucken uns jetzt mal den Berg so ein bisschen an, weil wir suchten eigentlich. Nee, was suchten wir? Wir suchten uns den Hängegleiter, um. Wie so aktiviere ich den zu denn? Oh. Einfach wegwerfen. Was? Nein, wie aktiviere ich den? Ach so, den aktivierst du im Prinzip, indem du von der Klippe springst. Ach so, das ist so ein ganz oder gar nicht Prinzip. Entweder das funktioniert oder ich sterbe. Ach so, okay. Dann ist und sehr gut. Du kannst am besten vorher das Handy rausholen. Sekunde. Erstmal mache ich hier kurz noch ein bisschen Fleisch ab. Weil mein Fleischvorrat geht nämlich zur Neige. So. Schöne Schlachtbank. Genau, so, wo geht's hin? Du, achso, was soll ich erstmal in die Hand, das Ding in die Hand nehmen, ne? Das ist Navi. Nee, wenn erst den Hängegleiter in die Hand nehmen und dann das Handy, weil andersrum geht's nicht. Und jetzt das Handy, genau. Jetzt kannst du währenddessen auch gucken, wo du hinfliegst. Sieht auf jeden Fall sehr zuverlässig aus, wie ich das jetzt hier halte. Du kannst auch, so gesehen, unendlich weit fliegen, indem du einmal wirklich komplett runtersteuerst, fast 90 Grad, und dann, recht kurz, bevor du auf den Boden kommst, dann wieder, so gesehen, voll nach oben gehst. Ein Parabelflug nennt man das, ja. Ja, so, ja, Parabelflug. Und du hörst, ob du langsamer wirst am Wind. Das heißt, wenn der Wind dann weg ist, dann bist du, so gesehen, wirst du zu langsam. Und dann wirst du halt immer wieder, immer weiter gerade, so. Im Prinzip einfach von der Klippe springen. Ja. Ach so, hättest du mir vielleicht noch sagen müssen, wie die Steuerung ist. Dass die invertiert ist. Ja, ich bin gerade mal schön da unten gesteuert, so richtig hart. Ah, ich kann dein Haus übrigens sehen. Mein Haus sehe ich auch. Ja. Drüber fliegen. So, dann... Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Also, wo wollten wir eigentlich hin? Wenn sie aufs Handy gucken, ganz oben der blinkende Punkt. Da müssen wir hin. Oh Jott, ob ich da noch ankomme mit dem bisschen Schub hier. Ja, wie gesagt, deswegen musst du ja diesen parabelähnlichen Flug manchmal machen. Okay, ich bin davon noch nicht ganz überzeugt, aber gut. Ja, das bedarf ein bisschen Übung. Hier unten ist ein Bötchen im Wasser. Das kann sein, ja. Ja. Ich hab den, Moment des Absprungs verpasst und hier stehen Leute vor mir. Perfekt. Ich bin mitten im Dorf gelandet hier. Das ist wunderbar. Oh, freut mich. Ja, das ist super gelaufen gerade. Oh, was ist das denn? Okay, können wir gleich noch bei was anderem vorbeischauen, sehe ich gerade. Ich renne hier mal gerade rüber zur anderen Klippe. Vielleicht kann ich hier tief genug springen, dass ich dann wieder fliegen kann. Ja. Ja, hat tatsächlich halbwegs funktioniert. Muss dann halt wirklich einmal komplett runter. 90 Grad und dann ganz steil nach oben. Und wenn du hörst, dass du langsamer wirst oder zu langsam,
dann korrigierst du ein bisschen, so gesehen. Dann wirst du wieder ein Ja, hab bisschen ich flacher. jetzt hingekriegt, ja. Immer ein bisschen flacher dann. So kannst du dann immer weiter an Höhe gewinnen. Na, ernsthaft. Jeder kleine Busch hier ist mir schon ein Busch zu viel, oder wie? Ich höre jetzt schon Viecher. Ja, hier unten rennt einer bei mir rum. Ich bin wieder auf dem Boden gelandet. Das Schöne ist aber, du kannst eine absolute Bruchlandung machen. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Ich dachte jetzt einfach so, ich Ohne Schaden zu zerschelle jetzt hier bekommen. einfach auf dem Boden so in 1000 Stücke, aber nö. Nö, nö. Gut, dass ich jetzt den richtig laufen muss, das ist gerade ein bisschen. Moin. Hallo, du Elch. Reh. Wie heißt das Ding? Nee, nicht Reh, nicht Elch. Wie heißt denn das Vieh auf den mit den Hörnern? Oh Gott, da kam es schon wieder, Oder Alter. doch Elch. Oder nicht? Echt? Elch? Oder nicht? Ich überleg's gerade. Doch, das müsste Elch sein. Das, was wir hier haben, ist ein Hirsch. Doch, das. Excuse me? Ach, sorry, ich muss ja hier kurz ein bisschen. Paar Leute kaputt machen. Oh, guck mal, ein freundlicher Herr. Schade. Den jetzt aber nicht so gejuckt, wa? Nee. Wieso rennt er jetzt auf mich zu? Kann er nicht dich töten? Okay, gut, dass er auf eine unsichtbare Kiste gedings ist. Wow. Muss ein bisschen mehr die Fernkampfwaffen benutzen. I don't want to use the Fernkampfwaffen. Ich möchte den Leuten ins Auge gucken, wenn ich sie töte. Das ist auch so. Au. Oh. Frechheit. Habe ich dich jetzt gerade getötet? Verzeihung. Nee. Soll ich dich mal töten? Nee, besser nicht. Okay, dann lass uns mal weitergehen. Bevor wir hier noch Staub ansetzen, nee, du. Ah, wie witzig, wie witzig. Very funny, very funny. Ja, yeah. Gar nicht mehr so weit. Wo geht's hin, wo geht's hin, wo geht's hin, wo geht's hin? Ein Bünkerli. Ins Bünkerli. Müssen wir wieder ausgraben? Bestimmt, ne? Ja. Wie findet man denn dann unsere. Achso, wie können beim Bunker kommen wir wieder an derselben Stelle raus, ne? Ja. Achso, ja gut, ich wollte gerade sagen, wie kommen wir denn sonst wieder hin zurück? Schon wieder ein paar Leute. Hast du den einfach kaputt gemacht? Ja. Das ist schon tot. Achtung. Aua. Wie konntest du mich treffen, du? Du kleiner Hans, du Otto. Hans-Dieter, Alter. Hans-Dieter macht mich kaputt. Oh, hier kann man wieder Grabstein 3 betreiben. Sehr schön. Da sehe ich mich doch jetzt hier. Grabräuber. Nice. Und ich habe schon wieder alles, was ich da rausholen kann. Das ist nicht nice. Wieder voll mit Seilen. Cool, man kann diese Messgeräte, die Messgeräte einfach umstreiten und passiert nichts. Ja. Sei eigentlich besser zu Hause gelassen. Einen Schwanz zu schaufeln. Junge, wie viele Seile liegen hier rum? Ach so, du buddelst schon. Ja. Ja, er buddelt schon, ne? Der ist ganz, ganz fix dabei hier. Naja. Wo habe ich denn mein Schäufelchen? Dann kann ich mit buddeln. Habe ich sowas überhaupt? Hier ist ein Schäufelchen. Schäufelchen. Oh, ist frei. Ja, E. E wie Es Evenen. juckt mich nicht, was? Was? Maintenance, aha. Ja, in zwei waren wir schon drin, das ist jetzt der dritte.
Muss ich da jetzt Angst haben, wenn ich da reingehe? Nö, nö. Gott, das leckt gerade schon wieder mit Todes hier. Kann man hier Lichter machen? Nee, gibt's nicht. Brauchen wir nicht. La 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 la, was gibt's denn hier Schönes? Schon wieder nass, Alter, hier. Ach, nee. Ein feuchter Traum von dir. Oh, ich kann noch kurz was trinken. Und ich hab mal kurz die Axt gesäubert, damit der hier keine Angst mehr hat. Ich fülle mal kurz meine Flasche auf. Waren wir nicht hier schon drin? Das sieht aus wie dieser Küchenraum, den wir schon mal hatten. Ja, die Bunker sehen alle gleich aus. Ach, die sehen alle gleich aus. Okay, was gibt's denn hier Schönes? Eine Art von Bunker. Kann ich auch hier einfach aus dem Wohnzimmer auf dem Boden trinken. Ja. Why not? Okay, Cornflakes, wie immer. Im Kühlschrank, warum auch immer. Schalldämpfer, geil. Neuer Ort entdeckt, Bunker C. Kaffeemaschinchen, was ist hier? Müsste letzte sein. So, ich kann das Rohfleisch nicht collecten, weil ich so viel Rotten Flesh habe. Ja, dann würde ich mal sagen, das ist hier der genau richtige Ort, um den Scheiß loszuwerden. Ja. Ab in den Bunker, damit es nicht einfach so ein Haufen verrottetes Fleisch. Auch nicht schlecht. Lecker. Was druckst du dir da Schönes? Warte kurz zwei Dinge haken, weil ich die noch brauche. Hier kann man speichern, das ist doch immer gut. Immer gut, immer speichern, ja. immer speichern. So, hier liegt übrigens ein Bogen. Kompositbogen, aha. Der Compound-Bogen. Verbesserte Variante des Bogens. Boah. Links habe ich davon auch nur drei Pfeile. Neun. So, was kann man noch schönes hier drucken wieder? Schlittenpfeile, Trinkflasche, Maske. Ist überall dasselbe. Dann drucke ich mir da auch nochmal schnell hier ein Tech-Mac. Druck. Warum ist hier eigentlich so feucht auf dem Boden? Warum nicht? Hast du was gegen Feuchtigkeit oder was? Ja, auf dem Boden schon, so, ne? Ich glaube, hier muss man einfach mal wieder eine Trockenmaschine reinstellen, dann passt das. Ja, was gibt es denn sonst noch Schönes hier hinten? Noch irgendwas Spannendes oder ist jetzt hier einfach wieder Ende, unvermittelt? Einfach wieder Ende. Glühbirnchen. Wie gesagt, ist ja hier nur ein kleines Ding. Ein paar Glühbirnchen. Glühbirnchen, ja. Glühbirnchen, genau. Ich hab noch Glühbirnchen. Kabel. Ja, hier ist ja nicht so viel. Nö, irgendwie ist hier gar nicht so viel. Hier ist fast gar nichts drin. Aber ich habe auf dem Weg hin noch was gesehen, was wir auf jeden Fall mal angucken können. Mhm. Wenn das zeitlich noch passt. Würde ich fast sagen, machen wir nächste Folge. Wir sind jetzt bei 14 Minuten irgendwas. Dann machen wir mal heute eine kürzere Folge. Ja, okay. Dann lass uns mal hier wieder rausklettern. Okay, Spiel, lass uns hier rausklettern. Chap. Ich würde ganz gerne den Bogen aber noch ganz kurz einmal ausprobieren. Ja, find etwas Lebendes, dann tu es. Wir sind hier mitten in dem Dorf, Chris, in einem großen Dorf. Liegt hier auch noch Seil rum. Was ist denn los? Ist hier auch irgendwas anderes außer Seile? Nee, ne? Hier sind noch drei Seile. Ja, da hinten auch. Hier sind viel zu viele Seile, überall. Und sonst nichts. Gar nichts. Wäre ich schlechter Dorfpunkte hier. Gegner ja auch keine hier. Nö, ich mach's trotzdem die Kräuten kaputt hier. Das sehe ich ja gar nicht ein. Hier ist noch eine Zeltplane. Das ist genauso gut. Yay. Brauchen wir unbedingt. Mhm, genau. Na gut, dann vielleicht sehen wir nächstes Mal Gegner. Und es fängt schon wieder an zu gewittern. Ja, dann würde ich sagen, wenn es anfängt zu regnen, dann verabschieden wir uns jetzt hier an der Stelle und sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüssi. Tschüss.